Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 54, Antrag zur Aktuellen Stunde der Fraktion der CDU. Auch in Hessen gilt klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft statt sozialistischer Enteignungsfantasien. Und als Erstes hat sich der Abg. Pentz zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die CDU ist seit jeher die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Angefangen beim eigentlichen Urheber des Begriffs, Alfred Müller-Amack, bis hin zu Ludwig Erhard, der sie erfolgreich in Deutschland umgesetzt hat. Die soziale Marktwirtschaft hat den Menschen in Deutschland und in Hessen seit Jahrzehnten zu Wohlstand und sozialer Sicherheit verholfen. Gleichzeitig hat die Geschichte immer wieder eindrucksvoll gezeigt, dass der Sozialismus der Weg in die Verdammnis ist und am Ende immer Not und Elend über die Menschen gebracht hat. Sozialismus und Enteignung haben vor 30 Jahren zum Kollaps des ehemaligen Ostblock geführt. Die Auswirkungen auf die Menschen des noch existierenden Sozialismus kann man beispielsweise in Nordkorea oder in ihrem Lieblingsausflugsziel der Linken in Venezuela besichtigen. Für uns ist klar, die Zukunft unseres Landes kann und darf nicht im Sozialismus stecken. Es ist erschreckend, und umso erschreckender ist es doch, dass der Vorsitzende der Jusos und der sogenannte Hoffnungsträger der SPD, Kevin Kühnert, genau dies vorschlägt. Jetzt kann man sagen, das sind die Ideen eines spätpubertierenden Jungen oder Kevin allein zu Hause. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen das ernst nehmen. Und, sehr geehrter Herr Schäfer-Gümbel, dieser junge Mann sitzt mit Ihnen zusammen im Bundesvorstand der SPD. Und deswegen die Enteignung von Großkonzernen, die Beschneidung des Grundrechts der Eigentumsfreiheit ist geschichtlich und realistisch betrachtet geradezu irre. Das ist völliger Wahnsinn. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wenn Herr Kühnert sicherlich den Beifall der Fraktion der LINKEN erhält, mit der übrigens die hessische SPD ja auch einmal in die Regierung gehen wollte, ich erwarte heute hier von Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel, oder vielleicht von Ihnen, Frau Faeser, oder irgendeinem aufrechten Sozialdemokraten, dass er sich ganz klar von diesen Fantastereien verabschiedet. Und meine Damen und Herren, die Jusos, ja, die Jusos in Hessen und die Römerfraktion haben sich ja schon klar positioniert. Sie haben sich nämlich öffentlich hinter Kühnert gestellt. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ihr ja sowieso, ich frage Sie, wie stehen Sie zu diesen Plänen? Kommen Sie ans Rednerpult und sagen Sie es uns nachher. Meine Damen und Herren, Carsten Sieling, führender Sozialdemokrat in Bremen, hat für die Bremer SPD jegliche Gespräche mit der CDU nach der Wahl jetzt schon ausgeschlossen. Jetzt frage ich Sie einmal, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie arrogant muss man denn als SPD sein, etwas von vornherein so auszuschließen und sich willenlos in die Hände von Sozialisten und LINKEN zu begeben, die sich jetzt schon feiern lassen dafür, dass sie die nächste Regierung in Bremen haben. Meine Damen und Herren, die CDU Hessen hat sich klar positioniert. Wir stehen zur sozialen Marktwirtschaft. Und, meine Damen und Herren, wir machen nichts mit der AfD, wir machen nichts mit den LINKEN. Diese Konsequenz vermisse ich bei der SPD. Der Fall Strache hat doch eindrucksvoll gezeigt, wie die Rechten zu Grundwerten stehen. Und damit das klar gesagt ist, da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube. Das, was der Messias der AfD Strache auf Ibiza gesagt hat,
und versprochen hat, das traue ich jedem einzelnen Funktionär der AfD ebenso zu. Sie würden ihr Land und all ihre vielversprochenen Vorsätze sofort leugnen und verraten, genauso wie Strache es auf Ibiza getan hat. Und meine Damen und Herren, damit das auch klar gesagt ist, Leute, die den Staat missachten, die den Staat ablehnen, und Leute, die kein geklärtes Verhältnis zu Gewalt haben, so wie man es bei den Blockupy-Protesten in Frankfurt erleben konnte, die den Staat verächtlich machen, können niemals für die CDU ein Partner sein. Wir machen nichts mit Linken, wir machen nichts mit Rechten. Aber wo steht eigentlich die SPD? Sie müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich komme zum Schluss. Und damit noch einmal zurück zur sozialen Marktwirtschaft. Wir als CDU wollen, dass jeder in eigener Verantwortung seine Kräfte und Talente entfalten kann, zu seinem eigenen Nutzen und für die Gesellschaft. Freiheit oder Sozialismus, um es mit Konrad Adenauer zu sagen, wir wählen die Freiheit. Meine Damen und Herren, als Nächstes hat sich Herr Marius Weiß von der SPD zu Wort gemeldet. Genau. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Pentz, ich fange vielleicht so an. Der Präsident des Staatsgerichtshofs hat heute Morgen hier zur Feierstunde 70 Jahre Grundgesetz eine herausragende Rede gehalten. Und nachdem ich jetzt Sie gerade gehört habe, finde ich es sehr schade, dass Sie gerade den Nachweis geliefert haben, dass Sie an mindestens zwei Stellen dieser Rede nicht zugehört haben. Er hat nämlich zum Ersten klargestellt, dass es einen breiten politischen Spielraum gibt, was die Auslegung der sozialen Marktwirtschaft im Grundgesetz angeht. Auf der einen Seite mit der Marktwirtschaft pur und auf der anderen Seite mit der Planwirtschaft. Da haben Sie nicht zugehört. Und wo Sie auch nicht zugehört haben, Herr Pentz, und das ist viel schlimmer, Herr Posek hat nämlich heute Morgen hier klargemacht, von welcher politischen Seite heutzutage die Gefahr für dieses Grundgesetz ausgeht. Das hat er erzählt. Und dann stellen Sie sich hin, und da muss man schon ernsthaft fragen, wo Ihre Maßstäbe liegen und wie die verrückt sind. Seit vier Monaten haben wir hier 19 Mitglieder in diesem Landtag sitzen, 19 Mitglieder, die einer im Kern rechtsradikalen Partei angehören. Seit vier Monaten. Und da stellen Sie sich hier hin und sagen, die Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht von einem JUSO-Vorsitzenden aus. Wo sind eigentlich Ihre Maßstäbe, Herr Pentz? Wo sind Ihre Maßstäbe? Herr Pentz, wissen Sie eigentlich, dass das Land Hessen auf über 200 Hektar staatliche Landwirtschaft betreibt? Ihr Ministerpräsident Koch hat 2003 aus den hessischen Staatsweingütern eine landeseigene GmbH gemacht, die Landwirtschaft betreiben, staatliche Landwirtschaft, über 200 Hektar. Und die gleiche Regierung von Koch, die auf über 200 Hektar staatliche Landwirtschaft betreibt, die hat im Übrigen damals ein Gefängnis, die JVA Hünfeld, teilprivatisiert. Und jetzt sage ich Ihnen auch etwas. Wir als hessische Sozialdemokratie lassen uns von einer Partei, die der Meinung ist, der Staat dürfe Weinbau betreiben, aber ein Gefängnis soll bitte schön die Privaten betreiben, von denen lassen wir uns nicht erzählen, was die Wirtschaft darf und was der Staat darf und was nicht. Nicht von Ihnen, Herr Pentz, nicht von Ihnen. Nicht von Ihnen. Und zur Wirtschaftskompetenz erzählen Sie hier von Ludwig Erhard, den tragen Sie ja immer vor sich her. Wir haben jetzt gerade im Bund einen Bundeswirtschaftsminister, gegen den die eigene Wirtschaft protestiert, der wahrscheinlich nur noch bis Montag im Amt bleiben wird, spätestens bis zur außerordentlichen Sitzung
des CDU-Parteivorstandes wegen erwiesener Unfähigkeit, der gerade ein Industriepapier vorgelegt hat, das klare planwirtschaftliche Züge trägt. Und da stellen Sie hier was, erzählen Sie hier etwas von Verteidigung der Marktwirtschaft. Wir haben in Hessen fast ein Vierteljahrhundert sozialdemokratische Wirtschaftsminister gehabt. Albert Oswald, Rudi Arndt, Ernst Welticke, Lothar Klemm. Sie haben das Wirtschaftsministerium hier einem Flughafengegner von den Grünen überlassen, der jetzt schon bald länger im Amt ist als alle CDU-Wirtschaftsminister in der Geschichte Hessens. Und erzählen Sie was von Wirtschaftskompetenz, Herr Pentz. Man muss übrigens nicht alle Schlussfolgerungen und alle Forderungen von Nachwuchsorganisationen teilen. Ich gehe davon aus, dass die Schlussfolgerung der JU Hessen, die ihr katastrophales Abschneiden bei der Landtagswahl, das hat sie ja Ihnen in die Schuhe geschoben, ja, der zu großen Nähe der Grünen an ihrem inhaltsleeren Wahlkampf. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Stellungnahme der JU Hessen auch nicht teilen. Von daher stimmen Sie mir sicher zu, dass man nicht allen Stellungnahmen der politischen Nachwuchsorganisationen auch entsprechen muss. Man muss nicht alles teilen. Aber es ist doch Aufgabe, wenn nicht der politischen Jugendorganisationen, sich über die politischen Zustände in diesem Land Gedanken zu machen, über die Art unseres Gesellschaftsmodells. Wer soll das denn sonst machen, wenn nicht unsere politischen Jugendorganisationen? Und zum Schluss, Frau Präsidentin, da sage ich Ihnen noch eins. Mir ist eine Jugendorganisation 100-mal lieber, die dadurch Schlagzeilen macht, dass sie sich Gedanken macht über die Art unseres Wirtschaftens, als eine politische Jugendorganisation, die dadurch Schlagzeilen macht, dass sie am 80. Jahrestag des Reichspogrom nachts in Stockbesoffen in Berlin Wehrmachtslieder grüllt. Das kann ich Ihnen sagen. Meine Damen und Herren, als Nächstes hat sich Herr Dr. Naas von der FDP zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben uns gefreut, dass die CDU das Thema soziale Marktwirtschaft zu ihrer Aktuellen Stunde gemacht hat. Denn die soziale Marktwirtschaft ist das Erfolgskonzept für unser Land. Aber, Kollege Pentz, Sie sollten bei der Wahrheit bleiben, denn der Erfinder sind Sie nicht. 1946 galt bei Ihnen noch der neue Sozialismus aus christlicher Überzeugung bei der Landesverfassung. Und da sollten Sie doch noch einmal in die Geschichtsbücher gucken. Das waren wir, die damals schon eine marktwirtschaftliche Ordnung vor Augen hatten. Meine Damen und Herren, was wir in Hessen als Land, aber auch viele Menschen privat an Wohlstand in den letzten 70 Jahren aufgebaut haben, das haben wir der sozialen Marktwirtschaft und nichts anderem zu verdanken. Und, meine Damen und Herren, wer mir vor 5 Jahren erzählt hätte, dass wir im Jahre 2019 eine Sozialismus- und Enteignungsdebatte in Deutschland führen, den hätte ich für einen weltfremden Spinner gehalten. Nicht einmal auf Podiumsdiskussionen mit Jan Schalauske und Elisabeth Kulka wurde diese Forderung erhoben, zumindest nicht, wenn ich dabei war, meine Damen und Herren, bis Kevin Kühnert kam. Als wir diskutiert haben, Kollege Schalauske, kam diese Forderung nicht. Da kam die Vermögenssteuer. Das habe ich doppelt und dreifach gehört. Aber Sozialisierung habe ich zumindest von Ihnen noch nicht gehört. Bis Kevin Kühnert kam, die Linken links überholte, von einer Kollektivierung der Wirtschaft sprach und von der Überwindung des Kapitalismus. Und dass jeder nur noch eine Wohnung hat. Meine Damen und Herren, die SPD kann einem manchmal leid tun. Kein Sozialdemokrat braucht diese Debatte. Und die Umfragewerte sind ja nun auch leider so. Ja, aber im freien Fall. Und das ist auch ein Tabubruch. Denn die Kollektivierung von Unternehmen, die Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften für den sozialen Wohnungsbau. Sie alle kennen das Ergebnis, die DDR lässt grüßen. Und, meine Damen und Herren, ich will das an dieser Stelle deutlich sagen, weil
Wir Liberale stehen zur sozialen Marktwirtschaft, das heißt zu Chancengleichheit, zum fairen Wettbewerb, der Wohlstand schafft und die Leistungen der Tüchtigen belohnt. Aber wir stehen auch zum Sozialstaat, der die Schwachen schützt, für einen Ausgleich sorgt, Frau Kollegin Wissler, und auch die Gesellschaft zusammenhält. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ob Sie sich mit dieser Aktuellen Stunde so einen glücklichen Griff getan haben, das bezweifle ich. Denn wie wollen Sie uns eigentlich erklären, dass nicht nur der Juso-Bundesvorsitzende Kühnert, sondern auch Ihr Koalitionspartner, zumindest in Berlin, nämlich Robert Habeck, die Wohnungsbaugesellschaften enteignen will und die soziale Marktwirtschaft zurückdrängen will? Und auch der hessische Wirtschaftsminister spricht ja im Interview so gern von Enteignungen, wenn es ums neue Bauland geht. Ja, Herr Staatsminister, das steht als Ultima Ratio schon im Gesetz. Ja, nein, die Enteignung. Es geht um Enteignung. Aber glauben Sie ernsthaft, dass man mit dem Stichwort Enteignung den Kommunen hilft, neues Bauland zu schaffen, wo doch vor Ort so viel auf Akzeptanz und Freiwilligkeit beruht? Und wenn ich mir dann mal Ihre Baulandoffensive angucke, das ist ja bisher wirklich ein Flop. Der letzte Homepage-Eintrag ist ein halbes Jahr alt. Es scheint sich da keine Kommune bisher so richtig gefunden zu haben. Zumindest höre ich da sehr wenig. Wenn man natürlich über Enteignungen spricht, ist das vielleicht auch gar nicht verwunderlich. Die Freiheit in unserer sozialen Marktwirtschaft stirbt nicht durch die Vorschläge eines Juso-Vorsitzenden. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein Juso keinen Sozialismus. Aber ja, der Sozialismus wird nicht per Dekret eingeführt. Nein, die Freiheit stirbt scheibchenweise. Sie stirbt, weil man glaubt, man müsse das Eigentum beschränken, statt die Fesseln des Wohnungsbaus zu lösen. Mieten werden gedeckelt, die Sanierung von Immobilien verhindert, die Umwandlung von Wohneigentum erschwert. Milieuschutz heißt das bei Ihnen. Sie von der CDU und den Grünen gehen jedes Jahr einen Schritt weiter und merken gar nicht, wie Sie die Freiheit scheibchenweise opfern. Und das Resultat ist verheerend. Nicht eine neue Wohnung ist dadurch geschaffen worden. Im Gegenteil, 2018 sind die Baugenehmigungen, Kollege Lenders hat darauf hingewiesen, diese Woche zurückgegangen, und zwar in Hessen mehr als im Bundesschnitt. Und in den Großstädten wie Frankfurt sogar um 7%. Das ist eine sehr interessante Baupolitik, die Sie hier betreiben. Meine Damen und Herren, wir brauchen keine Sozialismusdebatte. Wir brauchen private Investitionen in den Wohnungsbau. Wir brauchen den freundlichen Vermieter von nebenan. Und den gibt es, der ist die Regel. Nämlich der Großteil der vermieteten Wohnungen ist im Privateigentum. Und das sind meistens Menschen, die... Dr. Naas, kommen Sie bitte zum Schluss. Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Bauland, weniger Bürokratie, mehr Wohneigentum. Grunderwerbsteuerfreiheit beim Ersterwerb, keine überbordenden Bauvorschriften. Wir brauchen mehr Freiheit statt Sozialismus. Vielen Dank. Für die AfD hat sich Herr Lichert zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Ja, ist doch schön, dass der Humor hier im Landtag Einzug hält. Ja, vor allen Dingen, ich mag die Selbstironie von Kollegen Weiß, der sich hier zum Hüter der Verfassung stilisiert und dann auf einer Anti-AfD-Demo in Hünstetten vor wenigen Tagen sich an die Antifa ranwanzt, die nie wieder Deutschland skandiert hat. Das deckt sich natürlich sehr mit dem Grundgesetz, ganz klar. Aber auch dort sind Sie krachend gescheitert, denn als Sie dort reden wollten, haben Sie die vom Hof gejagt. Sehr schön. Auch die CDU in Hessen ist ja eigentlich nicht für ihren Humor bekannt. Aber gerade die Partei, die eine CDU-Spendenaffäre, die ja wesentliche Epizentrum in Hessen hatte, wenn Sie jetzt versuchen, uns mit dem FPÖ-Thema hier zu schaden, dann ist das auch genau meine Art von Humor. Im Titel dieser Aktuellen Stunde geht es ja um Enteignungsfantasien. Da ist genug darüber gesagt worden, das kann ich mir sparen. Mir geht es eher um Enteignungsrealitäten, denn die haben wir nämlich auch hier in Deutschland. Und eine Enteignung ist ja per Definition etwas, da nimmt man dem einen was weg
um damit irgendetwas anzufangen, vielleicht sogar theoretisch Nutzen zu stiften. So will es ja auch das Grundgesetz. Aber aus Sicht des Bürgers, und auf die kommt es uns an, ist es völlig egal, ob das Vermögen weggenommen wird oder ob es zerstört wird. Das Thema Dieselfahrzeuge haben wir schon angesprochen. Steuern, Sozial- und Energiepolitik sind vermögenszerstörend. Gleichzeitig haben wir die höchste Steuerquote seit der Wiedervereinigung. Die OECD hat uns zwar nur auf den zweiten Platz in ihrem Vergleich der Steuern- und Abgabenbelastung, aber ich glaube, da gilt ausnahmsweise mal wirklich der Satz der Kanzlerin, wir schaffen das. Sie kriegen die Steuern und Abgaben noch weiter hoch. Deswegen haben wir auch das Thema Steuervermeidung hier thematisiert. Denn um diese Steuertarife zu senken, müssen wir natürlich die Steuerbasis verbreitern. Es ist also kein Gegensatz, falls wir das wieder versuchen, hier unterzuschieben. Was sind die Hintergründe? Kalte Progression. Das Gejammer ist alt, die Lösungsvorschläge auch. Einzig, es fehlt der politische Wille, es umzusetzen. Das ist Ihr Nichtverdienst. Thema Reallöhne. Wir hatten in den letzten Jahren eine relativ gute Entwicklung bei den Reallöhnen. Das sollte ja eigentlich das Vermögen der Bürger erhöhen. Aber das lag ja nicht an einer positiven Nominallohnentwicklung, sondern an den niedrigen Inflationsraten. So, und da jetzt aber der ehemalige Höchstwert für Geldentwertung von 2% Inflation mittlerweile zum Zielwert der EZB-Politik mutiert ist, wird sich das mit den Reallohnsteigerungen auch bald erledigt haben. Diese Durchschnittsbetrachtungen verschleiern natürlich die unterschiedliche Entwicklung nach Einkommensklassen. Da müsste jetzt eigentlich DIE LINKE wieder aufwachen, aber da mache ich mir keine Hoffnung. So, und lassen Sie uns einmal über schleichende Enteignungen reden. Und eine ganz konkrete ist finanzielle Repression. Damit ist gemeint, das ist ein feststehender Begriff in der Ökonomie, dass durch staatliche Eingriffe negative Realzinsen erzwungen werden. Und genau das geschieht mit den vertrags- und rechtswidrigen EZB-Staatsanleihenkäufen. Nebenbei werden dadurch aber auch bestimmte Vermögenswerte im Preis erhöht. Die Barwerte steigen, Immobilienpreise steigen, und das erhöht natürlich mittelbar auch die Mieten. Auch da müsste jetzt der Linksblock aufwachen, aber meine Hoffnung ist überschaubar. Diese hochgradig unsoziale Politik unter der Überschrift der Euro-Rettung ist, wie könnte man eigentlich mit dem Matthäus-Effekt umschreiben? Wer hat, dem wird gegeben. Sie wissen, ich zitiere gerne aus der Bibel, aber dass das jetzt Leitlinie unserer Politik ist, das finde ich nicht gut. Das verurteilen wir. Weitere Formen von Enteignungen sind die drastischen Kürzungen von Überschussbeteiligung und Garantieverzinsungen bei Lebensversicherungen, die Millionen deutsche Bürger betreffen. Die steigenden Barwerte der Zahlungsströme haben wir schon thematisiert, aber das gilt auch für die Pensionslasten der Unternehmen, die auch um hunderte Milliarden gestiegen sind. Und das gilt natürlich auch für die implizite Staatsverschuldung. Dann haben wir noch die Garantien, die im Rahmen der Euro-Rettung ausgesprochen wurden. Sollten die fällig werden, und davon ist auszugehen, bedeutet auch das eine schockartige Enteignung der Steuerzahler, weil es ein Vermögensschaden ist. Der größte Nutznießer ist gleichzeitig der größte Schuldner, also der Staat. Die Zinseinsparungen, die auch hunderte Milliarden betragen haben, wurden verfrühstückt. Ich komme zum Schluss. Wenn sich nicht ganz schnell etwas Fundamentales ändert, dann werden wir bei dem nächsten Abschwung, der sich bereits ankündigt, einfach nur feststellen, Deutschland ist nur ein bisschen weniger pleite als die offiziellen Krisenländer, und das trotz ihrer Enteignung. Danke sehr. Für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN darf ich jetzt Frau Kinkel das Wort erteilen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst einmal finde ich es gut, dass wir heute in der Aktuellen Stunde einmal die Gelegenheit haben, über Grundsätze unserer Wirtschaftsordnung zu sprechen. Die Gelegenheit ergibt sich ja nicht immer. Allerdings würde ich den Titel der Aktuellen Stunde leicht umformulieren, damit es nämlich heißt,
In Hessen gilt ein klares Bekenntnis zur sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Denn die soziale Marktwirtschaft ist unbestritten eine der größten Errungenschaften. Sie ist sozusagen der Mittelweg zwischen liberaler Marktwirtschaft und ungezügeltem Kapitalismus und auf der anderen Seite der rein staatlichen Wirtschaftslenkung, dem Sozialismus. Und dabei ist festzustellen, dass Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen, die durch Leistungsanreize und durch Konkurrenz entstehen, genauso wichtig sind wie die Schaffung des sozialen Ausgleichs, wie Solidarität und die Korrektur der Marktergebnisse, die ansonsten in eine falsche Richtung gehen. Wir haben ja gerade vorher über die Paketbranche gesprochen, und ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was für Ungleichheiten in einem unregulierten Markt existieren. Aber wenn wir einmal einen Blick in die Geschichtsbücher werfen oder auch in andere Länder, dann zeigt uns, dass die Frage der Eigentumsform nicht wirklich hilft und die Antwort der Kollektivierung oder Verstaatlichung noch nie die Antwort war. Aber trotzdem hat Kevin Kühnert einen wichtigen Punkt angesprochen. Sonst würde es ja nicht landauf und landab so heiß diskutiert werden. Denn reden wir einmal nicht reflexartig über Sozialismus oder über Kapitalismus, sondern reden wir einmal über die Gesellschaft. Es gibt in der Gesellschaft eine große Unsicherheit. Und das Versprechen, dass unsere Wirtschaft einen Wohlstand für alle bringt, das wird mehr und mehr hinterfragt. Die Leute machen sich Sorgen um ihre Wohnungen, sind unsicher, ob sie von ihrer Arbeit noch leben können oder eine auskömmliche Rente haben. Jahrelang war das Wohlstandsversprechen für die Kinder und für die Enkelkinder, damit ihr es mal besser habt als wir. Und jetzt wächst die Unsicherheit, dass dieses Versprechen eben nicht eingehalten werden kann. Und es gibt ja auch Fehlentwicklungen, die ganz klar nicht ignoriert werden können. Das heißt, wir sehen es bei der Europawahl als Thema, dass kleine Einzelhändler mehr Steuern zahlen müssen als große multinationale Unternehmen. Oder auch die Automobilkonzerne, die tricksen, die manipulieren und damit scheinbar auch noch durchkommen. Da ist doch die Unsicherheit, die existiert, nachvollziehbar. Und das sind diese Fehlentwicklungen, gegen die Politik auch etwas tun muss. Und momentan steht die noch viel größere und drängendere Frage an, nämlich wie wir die soziale Marktwirtschaft angesichts der großen ökologischen Herausforderungen, die wir haben, zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft umbauen. In unserem Wirtschaftssystem ist die Umwelt und die Nutzung der Ressourcen ein freies, öffentliches und vor allem kostenloses Gut. Wir müssen nicht für langfristige Umweltfolgen bezahlen, und wir müssen der Erde auch nichts bezahlen, wenn wir Ressourcen entnehmen. Und deshalb haben sich die ökologischen Fehlentwicklungen wie eben die Klimakrise, das Artensterben oder auch die Ressourcenknappheit seit Beginn der Industrialisierung massiv beschleunigt. Und um das zu korrigieren, was dringend notwendig ist, da hilft aber keine Kollektivierung und da hilft auch keine Verstaatlichungsdebatte. Es hilft, darüber haben wir heute auch schon diskutiert, wenn wir der Umwelt endlich einen Preis geben, beispielsweise durch eine CO2-Besteuerung. Denn wenn alle so leben wollen würden wie wir, dann bräuchten wir 2,5 Planeten. Die haben wir ganz offensichtlich nicht. Und deshalb müssen wir dafür Antworten geben. So viel Markt wie möglich, aber eben auch so viel Staat wie nötig. Die Politik soll Ziele vorgeben, muss Grenzen, muss Anreize geben und muss vor allem auch Grenzen ziehen, aber möglichst wenig im Detail vorschreiben. Wir müssen das Ziel zu einer klimaneutralen, zu einer nachhaltigen Wirtschaft erreichen. Aber wie, das soll der Wettbewerb um die besten Lösungen überlassen bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Bevor wir zum nächsten Redner kommen, darf ich auf der Besuchertribüne noch unsere ehemalige Abgeordnete Kollegin Frau Neib recht herzlich begrüßen. Für die Linken hat sich jetzt Herr Schalauske zu Wort gemeldet. Ja.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Traditionsgemäß versucht die Hessen-CDU mal wieder, die soziale Marktwirtschaft vor dem Sozialismus zu beschützen. Ihre Sorgen um die soziale Marktwirtschaft, die sind rührend, aber auch berechtigt. Das Wohlstandsversprechen Ludwig Erhards ist für viele Menschen in diesem Land zu einer Farce geworden. Was soll sozial an einer Wirtschaft sein, in der Menschen zu Niedriglöhnen schuften, von Armut bedroht und betroffen sind und sich keine bezahlbare Wohnung mehr leisten können? Nein, die aktuelle Wirtschaftsordnung ist für viele Menschen alles andere als sozial. Und eigentlich müssten Sie die soziale Marktwirtschaft vor sich selbst und Ihrer Politik beschützen. Heute feiern wir den 70. Geburtstag unseres Grundgesetzes. Das Grundgesetz zieht ebenso wie unsere hessische Landesverfassung wichtige Lehren aus Faschismus und Krieg. Eine allzu große soziale Spaltung, eine allzu große Konzentration von Kapitalmacht in den Händen weniger, das untergräbt die Grundfesten der Demokratie. Deshalb ist unsere Gesellschaft als demokratischer und sozialer Rechtsstaat definiert, ein Artikel im Grundgesetz mit Ewigkeitsgarantie. Und das Grundgesetz legt die Wirtschaftsordnung ausdrücklich nicht auf den Kapitalismus fest. Es enthält eine Gemeinwohlorientierung des Privateigentums, und es stellt sogar das Allgemeinwohl im Zweifel über die Kapitalinteressen, z.B. durch die Möglichkeit der Sozialisierung. Damit ist, wie Professor Wolfgang Abendroth aus Marburg gelehrt hat, eine demokratische Mehrheitsentscheidung für eine sozialistische Wirtschaftsweise ausdrücklich im Grundgesetz vorgesehen. Und so wie es, ja, ich finde, das ist ein Grund zum Klatschen. Und so wie es auch im Ahlener Programm der CDU oder in den Frankfurter Heften von Walter Dirks und Eugen Kogon einst von der hessischen CDU oder von der CDU gefordert worden ist. Die hessische Landesverfassung geht noch weiter. In Artikel 41 fordert sie sogar die Sofortsozialisierung wichtiger Wirtschaftsbereiche. Unsere Landesverfassung ist ausdrücklich von sozialistischen Wirtschaftsideen geprägt. Wenn nun die Hessen-CDU behauptet, sozialistische Enteignungsfantasien wären verfassungsfeindlich, dann zeugt es einzig und allein von Ihrer Ahnungslosigkeit über unsere Verfassung, und da haben Sie verdammt noch einmal Nachhilfe nötig. Denn nicht Sie schützen unsere Verfassung vor vermeintlichen Feinden von links, sondern die politische Linke muss das Sozialstaatsprinzip vor Ihnen und Ihrer markt- und kapitalhörigen Politik beschützen. Und jetzt empören sich alle darüber, dass ein Vorsitzender der Jungsozialisten endlich einmal politische Positionen bezogen hat, die früher einmal Grundbestand der Sozialdemokratie gewesen sind. Ich finde, nicht seine Äußerungen sind empörend, sondern damit, wie damit in der Öffentlichkeit umgegangen worden ist, auch in den eigenen Reihen. Und deswegen sage ich, wir nehmen die Äußerungen ausdrücklich ernst, im Unterschied zur Aktuellen Stunde der Hessen-CDU, die ist ja eher politisches Kabarett. Und jetzt aber zurück zu Hessen. Ein Gespenst geht um in Hessen, das Gespenst der Enteignung. Die VHU, die Wohnungswirtschaft, die Fraktionen CDU, FDP und AfD, sie alle eint die Sorge um das große und böse E-Wort. Dabei werden in unserem Land tagtäglich Menschen enteignet. Prekäre Jobs, Leiharbeit, Dauerbefristung. Das war und ist Enteignung von Millionen Beschäftigten oder Menschen, die von Hartz IV betroffen sind. Auch wer viele Jahre lang gearbeitet hat, verliert nach einem Jahr Arbeitslosigkeit alles, was er sich im Leben aufgebaut hat. Was ist das anderes als Enteignung? Über diese Enteignung aber sprechen Sie nicht. Andere Enteignungen aber, die gefallen Ihnen sehr. Davon können Sie gar nicht genug bekommen. Wenn es um Enteignungen zum Bau von Autobahnen geht oder um Enteignungen für die Profitinteressen der Kohleindustrie. Schwarz-Gelb hat in NRW den BUND enteignet für die Profitinteressen von RWE. Ja, meine Damen und Herren, da kann es Ihnen nicht schnell genug gehen. Da kann es Ihnen nicht schnell genug gehen, wenn es um Enteignung geht. Das ist die Wahrheit. Aber der eigentliche Ausgangspunkt für die heutige Debatte, das sind auch nicht die Ideen für den demokratischen Sozialismus eines Juso-Vorsitzenden, sondern das ist die Dynamik, die die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen aus Berlin endlich
entfacht hat. Wir begrüßen die Diskussion um die Enteignung börsennotierter Wohnungskonzerne wie Deutsche Wohnen und Vonovia. Herr Schalauske, kommen Sie bitte zum Schluss. Die Rekordgewinne erzielen. Wir wollen die sozialen Rechte der Mieterinnen und Mieter schützen. Und deswegen werden wir diese Debatte ausdrücklich befördern. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Wintermeyer das Wort. Ja, sehr vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir Politikerinnen und Politiker schulden unseren Bürgerinnen und Bürgern vor allen Dingen eines. Vielleicht schulden Sie mir auch einmal, dass Sie zuhören. Ja? Vor allen Dingen eines, Sicherheit und Stabilität. Mit Sicherheit meine ich nicht nur die innere Sicherheit, sondern gleichermaßen auch die soziale Sicherheit. Keine Wirtschaftsordnung garantiert diese soziale Sicherheit so sehr wie die soziale Marktwirtschaft. Bei ihr, der sozialen Marktwirtschaft, gilt das Prinzip, Leistung muss sich lohnen, gleichzeitig und gleichrangig wie das Versprechen, wir lassen niemanden zurück. Meine Damen und Herren, wer Unternehmen und Privatpersonen die Anreize nehmen will, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, gefährdet nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch den Wohlstand der Bevölkerung und damit den Wohlstand jedes Einzelnen. Unsere Aufgabe als Politik ist es, und das sage ich sehr deutlich, nicht zu gefährden, nicht zu verunsichern, sondern vielmehr die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und die Menschen durch verlässliches und verantwortungsvolles Handeln anzuhalten, mit Mut und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Meine Damen und Herren, die Menschen möchten grundsätzlich ihr Leben frei und eigenverantwortlich gestalten. Nur wenn sie das können, entwickeln sie Kreativität und Innovationsfreude, was schließlich allen in der Gesellschaft zugutekommt. Nein, in fast allen Fällen, meine Damen und Herren, sind staatliche Unternehmen eben nicht effizienter oder gerechter als Privatunternehmen. Dies ist und bleibt eine unumstößliche Lehre aus Jahrzehnten des real existierenden Sozialismus. Und, lieber Herr Schalauske, nur rückwärtsgewandte Ideologen ignorieren dies. Wenn Sie hier, lieber Herr Schalauske, ein Bild von unserem Bundesland zeigen, das vielleicht Ihrer Auffassung, Ihrer politischen Auffassung oder was Sie brauchen, entspricht, will ich Ihnen einfach nur rüberrufen. Quelle ist das Statistische Bundesamt aus diesem Jahr. Die Reallöhne in Hessen haben sich seit 2009 bis auf zwei Jahre überdurchschnittlich entwickelt. So lag etwa 2018 der inflationsbereinigte Zuwachs der Löhne und Gehälter, sogenannte Reallöhne von Vollzeit, Teilzeit und geringfügig Beschäftigten in Hessen, mit 1,5 über dem Bundesdurchschnitt. Besonders, und jetzt hören Sie genau hin, das können Sie nämlich dann vielleicht auch einmal verinnerlichen, deutlich fiel das Lohnplus dabei im Dienstleistungsbereich bei Teilzeitbeschäftigten und ungelernten Arbeitnehmern aus. Wenn Sie das kritisieren, die gute Politik, die unsere Landesregierung befördert, dann ist es Ihr Problem. Vielleicht brauchen Sie das, um sich da selbst dran hochzuziehen. Wir brauchen es nicht. Und, meine Damen und Herren, ich möchte auch etwas zum Kollegen Weiß sagen, nicht zu seiner Lautstärke und wie er das gebracht hat. Herr Weiß, ich finde es schon ziemlich bedauerlich. Sie sind hier nun Aufsichtsratsmitglied der Staatsweingüter. Sie müssten an sich wissen, vielleicht haben Sie sich noch nie für interessiert, seit 1803 ist das Staatsweingut im staatlichen Besitz, erst des Herzogs von Nassau, dann der Preußen, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ist es in den Besitz des Landes gekommen. Davon Verstaatlichung zu sprechen, ist einfach falsch. Das war schon immer staatlich. Und meine Damen und Herren, die soziale Marktwirtschaft ist nicht das Problem. Sie ist und bleibt vielleicht und vielmehr sogar die einzige Lösung, eine erfolgreiche Verhinderung von Marktmissbrauch
ein leistungsgerechtes Steuersystem, Mitbestimmung und Mitverantwortung sowie zeitlich und örtlich genau platzierte Zukunftsinvestitionen sind die richtige Antwort, statt mit Vergesellschaftung von privaten Unternehmen oder Vermietern zu drohen. Ein letzter Satz, meine Frau Präsidentin. Mit der Hessischen Landesregierung haben die Bürgerinnen und Bürger einen zuverlässigen Partner an ihrer Seite, der sich immer wieder um die richtige Balance zwischen primärer Eigenverantwortung des Einzelnen und sekundärem Eintreten der Gemeinschaft für die Schwachen der Gesellschaft bemüht. Wir wollen Hessen mit Innovation, guten Ideen und Fleiß, aber auch mit Nachhaltigkeit in eine gerechte und gute Zukunft führen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war eine Punktlandung, und damit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten.